For our project, we'll focus on four major aspects. First, RNA-guided RNA modification. Second, modular RNA-RNA interactions. Third, modular RNA-protein interactions. And fourth, modular protein-protein interactions. At the end, we'll have created a modular synthetic biology toolbox. Die Toolbox bezieht sich auf die Modularität des Projekts, die es uns und anderen Wissenschaftlern ermöglichen wird, bei Bedarf und entsprechend ihren Bedürfnissen neue Biomoleküle zu bauen. Our in silico research will guide the way through our uncommonly short time in the lab. So now we are modeling different RNA-DNA triplexes with Vienna RNA and also different RNA binding proteins with Pi Rosetta. So here we can see the Pomerleau homology domain as an example. We will use this protein a bit later in the lab. Wir entwickeln auch neuronale Netze mit geometrischen Lernen für die Vorhersage von weiteren RNA-Protein-Bindungsstellen. Nach einem holprigen Start sind wir in unserem Labor angekommen, wo wir brainstormen und unsere Experimente durchführen. Wobei wir natürlich den Sicherheitsabstand einhalten und Masken tragen.